Das Highfield Festival zählt zu den größten und wichtigsten Musikfestivals in Ostdeutschland. Bis zu 35.000 Besucherinnen kommen jährlich an den Stürmtaler See in die Nähe von Leipzig, um 3 Tage ordentlich die Sau auszulassen. Wir gehen seit 2012 fast jedes Jahr hier hin und haben eine definitive Hassliebe zum Highfield entwickelt. Immer wenn ich hier bin, denke ich mir so, es könnte noch so viel geiler sein. Warum ein Besuch trotzdem lohnen kann und alles, was ihr sonst über das Highfield wissen müsst, erfahrt ihr in dieser Review. Bevor wir hier richtig loslegen, sei kurz gesagt, ich habe eine spezielle Bindung zu diesem Festival. Es war 2012 mein erstes Festival und ich war mit 2 Ausnahmen jedes Jahr hier. Also ich kenne das Highfield wirklich in- und auswendig. Sowohl aus Besucher- als auch Mitarbeiterperspektive, mit und ohne Bändchen, topfit oder als körperlich Beeinträchtigter. Ich werde mein Bestes geben, mich hier nicht zu viel aufzuregen, aber versprechen kann ich es nicht. Wir starten mal rein und beginnen mit der Geschichte. Erstmals wurde das Highfield im Juni 1998 veranstaltet. Seinen Namen verdankt es dem ehemaligen Austragungsort am Stausee Hohenfelden nahe Erfurt, wo es bis 2009 stattfand. 2010 ist es nach Großpösnach an den Stürmtaler See in die Nähe von Leipzig gezogen, wo es sein aktuelles Zuhause gefunden hat. Obwohl bereits vorher stetig gewachsen, gab es 2016 einen vergleichsweise großen Anstieg der Kapazität von 25.000 auf jetzt 35.000 Besuchende, wodurch das Festival meiner Meinung nach einen enormen Verlust an Besucher-Experience erlebt hat. Nach Beendigung des Kosmonaut-Festivals ist das Highfield das einzig große Mainstream-Festival für Rock, Hip-Hop und Popmusik in Sachsen. Traditionell findet es am 3. August-Wochenende statt und geht von Freitag bis Sonntag. Also idealerweise reist ihr Donnerstag an und Montag wieder ab. Lokalisiert ist das Festival auf einer Halbinsel, welche vom Stürmtaler See umringt ist. Was zwar an sich geil, aber auch das größte Problem der Veranstaltung ist. Das Areal, wie man es aktuell vorfindet, ist für 35.000 Menschen meiner Meinung nach einfach nicht ausgelegt. Und das sorgt für zahlreiche Ärgernisse, insbesondere die langen Wege, die man auf diesem Festival zurücklegen muss. Zieht euch also gute Schuhe an, denn ihr werdet hier viel laufen, wenn ihr keinen geilen Zeltplatz kriegt. Und die Wahrscheinlichkeit ist leider relativ hoch. Vom Parkplatz aus müsst ihr durch eine der beiden Bändchenstationen und ihr befindet euch auf dem Campingplatz. Hier findet ihr größtenteils Wiese zum Draufzelten, was nice ist. Allerdings sucht man Schatten vergebens. Es gibt hier auch ein Green Camp, welches gesondert eingezäunt ist und für das man sich im Vorfeld anmelden muss. Dort herrscht ab 22 Uhr Nachtruhe. Auf einem Festival, das bis 2:30 Mucke spielt und wo die Aftershow-Bühne das halbe Gelände bis morgens um 5 beschallt. Hä? Es ist also als etwas sauberere, ruhigere und vielleicht auch weniger asoziale Alternative gedacht. Glas und offenes Feuer sind generell nicht zugelassen. Wenn ich euch ein paar Tipps geben darf, vermeidet es in der Senke zu campen, die sich beim Green Camp befindet, wenn Regen gemeldet ist, weil da ist eigentlich immer Matsch. Holt euch ein Green Camp, das garantiert euch schon mal einen besseren Platz als 70% der restlichen Festivalgänger, denn die Aufteilung des Zeltplatzes ist irgendwie ein bisschen strange. Pavillon ist eigentlich Pflicht, denn Schatten ist wie erwähnt Mangelware und Mitte August wird es meistens nochmal ordentlich warm. Bringt auf jeden Fall einen Bollerwagen oder leichtes Gepäck. Und wenn ihr etwas später anreist, zum Beispiel Freitag oder so, sucht nicht an den Wegen nach einem Platz. In der Mitte findet man eigentlich immer noch genug Platz, um sein Camp aufzuschlagen. Es gibt auch noch ein VIP-Camp und das Jurassic-Camp, was so die Glamping-Alternative darstellt. Das Womo-Camp, wo man mit dem Auto aufs Gelände fahren darf, befindet sich im hinteren Bereich des Campingplatzes. Und dafür müsst ihr euch im Vorfeld auch eine extra Plakette kaufen. Wer gar keinen Bock auf Campen hat, kann natürlich auch in Leipzig pennen und den Shuttlebus nutzen, aber dafür sollte man definitiv ein bisschen mehr Zeit einplanen und 10 Euro kosten die, glaube ich. Wenn ihr selber kein Auto habt, nutzt die Shuttles. Einen wirklichen Supermarkt gab es in den letzten Jahren hier nicht, aber immerhin einen kleinen Kiosk, an dem man das Nötigste zu einem annehmbaren Preis erwerben kann. Ich könnte mir vorstellen, dass der Supermarkt aus platztechnischen Gründen schwierig ist und sich vielleicht auch nicht gerechnet hat, denn es gab hier auf jeden Fall schon mal einen, aber das war irgendwie eine einmalige Sache. Weitere Einkaufsmöglichkeiten befinden sich 15 Minuten entfernt im Pösener Park. Dort gibt es alles, was das Herz begehrt. Auch dorthin gibt es über das Wochenende verteilt Shuttlebusse. Die sind, glaube ich, auch kostenlos. Um das Müllproblem auf dem Highfield in den Griff zu bekommen, haben die Organisatoren von FKP das Trash Solution Programm ins Leben gerufen, wo für jeden Müllsack 1 Euro gespendet wird. Ein Müllpfand, der im Ticketpreis mit einbegriffen ist, gab es aber nicht. Was? Durch die langen Wege wird das jetzt nicht unbedingt begünstigt, dass die Leute ihren Müll auch abgeben.
abgeben. All das wird auch dazu beigetragen haben, dass der Campingplatz am Ende wieder, naja, besser aussah als früher, aber weit weg von dem, wie man es sich wünschen würde. Green Camp sah aber wirklich super aus. Props an alle, die hier ihren Kram wieder mitgenommen oder ordnungsgemäß entsorgt haben. Das sollte übrigens nicht nur auf dem Green Camp normal sein, liebe Leute. Nehmt euren Scheiß wieder mit. Für Rollstuhlfahrer gibt es zwar Rollipodeste an den Bühnen, aber das Gelände ist nicht unbedingt optimal, besonders wenn es nass ist, da man sich hier größtenteils über hoppelige Wiesen bewegen muss. Immerhin darf man vom Special Needs Camp, welches sich direkt hinter der Mainstage befindet und für das man sich im Vorfeld anmelden muss, über eine Straße aufs Infield, was es für Rollifahrer ein bisschen leichter macht. Kommen wir zum Infield. Das Infield ist klassisch FKP, aber halt wesentlich weniger groß, als es bei den großen Geschwistern Hurricane Southside oder dem Deichbrand der Fall ist. Und auch irgendwie nicht so richtig charmant. Hier befinden sich die beiden Bühnen, farblich unterteilt in Green und Blue Stage, die sich leider nicht immer gegenseitig abwechseln, was immer wieder zu absolut vermeidbaren Überschneidungen führen kann. Hinzu kommt, dass die Bühnen zwar versetzt voneinander, aber auch ziemlich nah beieinander stehen. Dadurch entsteht das Problem, dass selbst wenn man in der ersten Welle der Blue Stage steht, während der Ansagen die Musik von der Mainstage hören kann. Wenn man weiter hinten steht und auf der Green wird auch gerade gespielt, dann bekommt man Probleme, das Konzert auf der Blue Stage überhaupt zu genießen, da die beiden Konzerte ineinander verschwimmen können. Je nach Wind ist das dann mehr oder weniger schlimm, aber es ist in jedem Fall sehr nervig. Sonst gibt es die FKP-typischen Essensstände, Bierwegen und Wasserstellen. Auch das Crowdmanagement kennt man von den anderen Festivals vielleicht. Erste Welle vor den beiden Bühnen ist eine Einbahnstraße, also es geht nur zur einen Seite rein und zur anderen wieder raus. Und wenn voll ist, wird die erste Welle auch dicht gemacht. Hinzu kommen andere FKP-typische Regeln. Am sichersten seid ihr im Auto. Gestaltung sucht man auf dem Gelände relativ vergeblich. Es sieht jetzt nicht unbedingt scheiße aus, aber schön ist auch anders. Das Haiviech am Eingang ist eigentlich so der einzige gestalterische Aspekt. Das mit Abstand beste Feature des Highfields ist der Baggersee, der das Gelände umgibt. Obwohl man von Wasser umringt ist, darf man aber nicht einfach überall ins Wasser springen. Geplanscht werden darf nur an dem festivaleigenen Strand. Das ist aus Haftungsgründen verständlich. Vorher muss man aber noch an der Taschenkontrolle vorbei. Da läuft man je nach Camp schon eine halbe Stunde hin, steht dann im schlimmsten Fall nochmal so lange an. Zum Dank bekommt man, wenn man nicht eh schon alles ausgetrunken hat, noch seine Getränke abgenommen, damit man sich an der Bar was holt. Klar, das Highfield ist ein kommerziell orientiertes Festival, aber es sind genau Dinge wie diese, wo der Vibe für mich ziemlich leidet. Ist auch halbwegs nachvollziehbar, dass sich am See noch eine Bühne befindet, wo Samstag und Sonntag meist ein paar Warm-Up-Gigs stattfinden. Außerdem findet ihr hier die Aftershow-Party, die bis früh um 5 viel Potenzial für eine gute Zeit auf sandigem Untergrund bietet. Zusätzlich werdet ihr am Strand eine Bar und auch Beachvolleyball vorfinden. Es gibt sogar die Möglichkeit, Bananaboot zu fahren. Bananaboot kostet irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Tagsüber darf natürlich auch nach Herzenslust geschwommen werden. Ja, Sebastian, ich hätte große Lust, aber Nachtbaden können wir leider nicht gehen, denn leider wird man ab Punkt 8 Uhr aus dem Wasser gekehrt. Für mich unverständlich, warum man nicht wenigstens bis Sonnenuntergang warten kann, aber die Regels sind die Regels. Sonst ist der Strand wirklich ganz schön, ist für mich der einzige Ort des Festivals, der auch ein bisschen Vibe versprüht und definitiv der schönste Part des Geländes. Und die Aftershow-Party bietet zumeist auch ordentlich Eskalationspotenzial bis in die frühen Morgenstunden. Die Hauptorga des Festivals trägt, wie gesagt, FKP Scorpio. Die wissen, was sie tun. Ist ja weiß Gott nicht ihre einzige Veranstaltung. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass das Highfield im Rang der FKP-Festivals eher unten anzusiedeln ist. Insgesamt habe ich hier ein paar Fragen und wir fangen mit der dringendsten an. Warum gibt es hier einfach jedes Jahr aufs Neue viel zu wenige Dixies? Von den Spülklos mal ganz zu schweigen. Jedes Jahr das Gleiche. Oder warum hat man auf dem Parkplatz weder Licht noch irgendwelche Orientierungspunkte, um seine Karre wiederzufinden? Besonders im Fall einer Evakuierung ist das eher schlecht, wie wir 2019 am eigenen Leib erfahren konnten. Oder warum liegen hier vor der Green Stage riesige Steinklumpen und mehrere Kabelkanäle, die zu Teilen nicht mal genutzt werden? Es sind immer so 3 Kabelkanäle und es ist für Pitgänger wie mich der absolute Tod. Denn die Pits auf dem Highfield sind wild und die machen abgesehen vom Untergrund auch richtig Spaß. Von den ewig langen Wegen will ich hier gar nicht erst anfangen. Zu den Stage Times komme ich gleich noch. Meiner Meinung nach könnte man viele Probleme lösen, wenn man das Geländekonzept und die Logistik einmal gänzlich über den Haufen wirft. Gefühlt ist die Halbinsel für diese Größe einfach nicht ausgelegt. Ich glaube, ich muss irgendwann mal ein eigenes Video über mögliche Verbesserungen des Highfield machen. Ich will jetzt ja auch nicht zu viel abhaten und vielleicht sind das auch Dinge, die dem normalen Festivalbesucher gar nicht unbedingt auffallen würden. Trotzdem wird das
Highfield von all dem gehindert, in die Riege der Top-Festivals aufzusteigen. Es haben sich auch schon einige Sachen im Vergleich zu früher stark verbessert. Zum Beispiel der Strand ist mittlerweile sehr viel schöner als damals. An den Wegen gibt es wenigstens etwas Licht als Orientierung. Früher war hier gar nichts. Und scheinbar hat man jetzt auch beim Highfield begriffen, dass die Securities nicht nur dastehen und grimmig gucken müssen. Wenn die selbst auch ein bisschen Spaß haben, deeskaliert das enorm. Das Ganze wird hier nicht auf einem Level betrieben, wie das beim Open Flair der Fall ist, aber es ist trotzdem sehr schön zu sehen. Die Orga lässt aber insgesamt trotzdem noch einiges zu wünschen übrig. Die Stärken des Highfield liegen definitiv eher beim Line-Up und der Stimmung. In dieser Kategorie machen dem Highfield wirklich nicht viele Festivals etwas vor. Das ist für mich und wahrscheinlich auch die meisten anderen der einzige Grund, jedes Mal wieder hierher zu kommen. Die Dichte an absolut erstklassigen Gigs ist in der Regel sehr hoch. Nicht nur, weil das Aufgebot an Bands für diese Größenordnung schon ein ziemlich hohes Niveau hat, sondern auch, weil jeder der 35.000 Irren vor der Bühne ordentlich Bock auf Abriss hat. Die Stimmung ist trotz allem oder vielleicht auch gerade wegen der ganzen Kritikpunkte immer erstklassig. Zum Timetable habe ich aber dann doch noch ein paar Fragen. Warum werden auf dem Highfield gestandene Headliner, welche auch von vielen Leuten gesehen und genossen werden möchten, auf diese kleine Blue Stage gequetscht? Vor allem, wenn derselbe Act ein paar Jahre vorher schon die große Bühne geheadlined hat. Zum Beispiel Casper 2022 hat die kleine Bühne auf dem Highfield zugemacht, aber ist 2023 Headliner beim Hurricane und Southside, die mindestens doppelt so groß sind? Das soll mir echt mal jemand erklären. Ein weiterer Punkt, der mich sehr nervt, sind diese kurzen 30-Minuten-Sets am Tagesanfang und vor allem diese total vermeidbaren 15-Minuten-Überschneidungen. Teilweise auch Genre ähnlicher Acts. Ich denke mir immer, dann bucht doch lieber 2 bis 3 Bands weniger am Tag, habt keine Überschneidungen und steckt die übrige Kohle in die Verbesserung der Qualität. Dann muss ich mich beispielsweise nicht zwischen Adam Angst und Turbostart entscheiden, die ineinander reinspielen. Also wer das so gebucht hat, wen man auf den 2 Bühnen aber alles so zu sehen bekommt, ist schon stark und hat uns bisher doch jedes Mal wieder überzeugt, das Highfield zu besuchen. Im Zusammenspiel mit einer absolut wilden Crowd, die sich größtenteils nicht auf Genres definieren lässt, habe ich hier einige denkwürdige Gigs gesehen. Zum Beispiel Kummers letzten Festivalauftritt, Blumentops letzten Festivalauftritt, Queens of the Stone Age im Regen, Fettes Brot bei Unwetter, Matzen 2022 war auch anders krass. Irgendwie schafft es das Highfield immer wieder überdurchschnittlich viele geile Konzerte hervorzubringen. Auch wenn man den Eindruck hat, dass manchmal relativ wenige internationale Bands gebucht werden und das Line-Up teilweise erschreckend wenige Flinter-Acts aufweist und das auch jedes Jahr aufs Neue ist. Dasselbe wie mit den Dixies. Das ändert sich auch in diesem Jahr nicht. Man muss schon ziemlich weit runter gucken, um die erste Frau im Line-Up zu entdecken. Generell bin ich vom Line-Up dieses Jahr noch nicht so richtig überzeugt, Provinz als Headliner zu verkaufen. Also sorry, aber da fehlt mir jegliches Verständnis. Aber nach den absolut kranken letzten Ausgaben bin ich eigentlich auch ganz froh, an dem Wochenende endlich mal ruhigen Gewissens auf ein anderes Festival gehen zu können. Noch kurz was zum Finanziellen. Wie angekündigt, das ist ja alles schon sehr durchkommerzialisiert. Das Bier kostet 6,50 €, Cola, Limo und so weiter, 5,50 €. Nein, doch. Oh. Es gibt auch Wasserstellen auf dem ganzen Gelände, die sind aber teilweise ein bisschen schwer zu finden. Die Ticketpreise liegen irgendwo um die 200 €. Das ginge auch in Ordnung, wenn man nur aufs Line-Up schaut. Aber die Festival Experience ist auf anderen Veranstaltungen definitiv höher. Um das Ganze mal abzuschließen, alles in allem geht man aufs Highfield für die Bands und nur für die Bands. Es ist nicht unbedingt das charmanteste Festival, aber es vereint ein meist sehr starkes Line-Up und viele geile Menschen zu einem annehmbaren Preis. Es ist immer ein großes Klassentreffen, alle aus der näheren Umgebung sind hier eigentlich immer dabei. Die Stimmung ist der Wahnsinn. Es geht ordentlich die Post ab, es ist ein wilder Ritt, aber meiner Meinung nach wird hier eine Menge Potenzial verschenkt. Und das frustriert mich einfach manchmal. Ich gehe prinzipiell eigentlich nur noch zum Arbeiten aufs Highfield, denn dadurch lösen sich für mich viele Kritikpunkte, die ich vorher angesprochen habe. Ich hätte da so einige Verbesserungsvorschläge, über die ich gern mal mit FKP sprechen würde, um zu erfahren, warum nehmen wir das nicht und schieben es woanders hin. Aber vielleicht nehme ich mir das wirklich mal vor, dazu ein ausführliches Video zu machen. Lasst mich gern mal wissen, ob euch das interessieren würde. Eine Empfehlung geht auf jeden Fall raus, wenn euch das Line-Up taugt. Ihr werdet trotz aller Kritik eine gute Zeit haben. Aber ich denke, ihr werdet euch auch mindestens einmal aufregen. Vielleicht habt ihr dazu ja auch ein paar Anekdoten oder habt ihr andere Meinungen oder Fragen zum Festival, dann haut mir all das in die Kommentarspalte. Insgesamt muss man trotzdem sagen, Daumen hoch für dich, liebes Highfield. Danke für unzählige geile Momente. Du warst 2012 mein erstes Festival und seitdem waren wir fast immer da. Jahr für Jahr hast du uns unvergessliche Erinnerungen beschert. Ich habe auf Instagram auch schon ungefragt für dich Werbung machen dürfen. Gern geschehen. Trotz deiner Eigenheiten habe ich dich sehr lieb.
Und es ist schön, dass es dich gibt. Wenn du mal reden willst, du weißt, wo du mich findest. Und ihr lasst gerne mal ein Abo da, wenn ihr weitere News, Reviews, Rankings und vieles mehr rund um die Live-Branche nicht verpassen wollt. Checkt auch gerne die Reviews zu anderen Festivals aus und lasst uns gerne mal ein Like da. Das hilft uns sehr gegen den YouTube-Algorithmus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Pit.